There's a saying which I use in business often, but it's the best thing to describe the whole thing, which is only the second mouse catches the cheese. Auf den Tod des Paralleluniversums. Einige Gäste heute hier, die begleiten euch schon ein Leben lang. Und zu jedem Einzelnen, da könntet ihr eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die ihr gemeinsam geschrieben habt. Es sind viele, viele schöne Geschichten dabei, vielleicht auch die ein oder andere traurige. Aber jede Geschichte, die ihr mit euren Gästen erlebt habt, die ist immer einzigartig. Ihr habt gesagt, wir lieben es, dass wir gemeinsam in die gleiche Richtung blicken und für unsere Zukunft die gleichen Ziele haben. Wir wünschen uns, dass wir immer so miteinander sind und bleiben, wie es jetzt ist. Dass wir den anderen auch in den nächsten 30 Jahren noch zum Lachen bringen und uns gegenseitig ergänzen, voranbringen und lieben. Dass wir immer diese enge Bindung haben und die Weitsicht spüren, wenn sich das verändern sollte, um dem entgegenzuwirken. Wir können uns als beste Freunde beschimpfen, darüber als Paar lachen und als Partner liebevoll in den Armen liegen. Eigentlich habe ich, beziehungsweise haben wir schon alles. Oh Gott. Aber wenn ich mir noch mehr wünschen darf, dann wünsche ich mir für dich, dass du in mir immer eine starke Schulter, liebevollen Ehemann, Wegbegleiter, Herausforderer und Motivator siehst, der dich durch dein Leben begleiten darf und mit dem du lachst, weinst, tanzt oder auch mal schweigst. Ich wünsche mir für dich, dass du glücklich bist und in schweren Zeiten die Zuversicht behältst, dass wir gemeinsam die Welt retten können. Ich wünsche uns, dass wir den anderen auch in 30 Jahren noch zum Lachen bringen wollen und uns gegenseitig ergänzen, voranbringen und lieben. Ich wünsche uns, dass wir immer diese enge Bindung miteinander haben und die Weitsicht zu spüren, wenn sich das verändern sollte, um dem entgegenzuwirken. Ich wünsche mir, dich glücklich zu machen und selbst glücklich zu bleiben, bis ich schlussendlich meine Augen schließe. Und ich hoffe bei Gott, das ist vor dir. Nicht so weit.
Okay, mehr habe ich nicht. Guck uns an. Stehen wir tatsächlich hier und heiraten. Irgendwie haben wir das alles ein bisschen anders gemacht als andere. Erst die wirklich harten Zeiten, dann haben wir uns Stück für Stück das Gute in unser Leben geholt. Und du, großartiger Kerl, konntest es schon immer sehen. Du hast immer gesagt, dass es wert sein wird. Und du hast mich immer gesehen. So viel früher, als ich mich selber sehen konnte. Und trotzdem hast du mich meinen Weg gehen lassen. In meinem Tempo. Immer ganz nah bei mir. Immer auf Augenhöhe. Immer mit der richtigen Balance aus Unterstützung und Freiraum. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Aber ich bin dir jeden Tag dankbar dafür. Und heute haben wir ein Leben zusammen mit unserem Mini-Fratz, dass ich mir schöner nicht hätte wünschen können. Und wir zusammen können einfach alles schaffen. Und so erwachsen das jetzt auch klingt, du bist jetzt mein Ehemann. Noch nicht. Naja. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf all das freue, was wir noch gemeinsam erleben werden. Es ist egal, woher man kommt. Es ist egal, was passiert ist. In einer Ehe ist nur wichtig, dass das Ziel niemals egal wird. Liebe Eva und lieber Christian, ihr seid gut eingebunden in gewachsene und ausgesuchte Freunde und Familie. Ihr habt einen fröhlichen und aufmerksamen Kreis aus Herzensmenschen. Ihr habt mit Hannah einen aufregenden und einen kleinen, ganz wundervollen Menschen an eurer Seite. Ihr seid eine Familie. Behaltet eure Ziele im Auge. Die Leinen in der Hand und eure Liebe im Herzen, dann kann euch dreien gar nichts passieren. Liebe Eva und lieber Christian, heute gebt ihr euch euer Herz. Ein Versprechen, dass ihr miteinander gehen werdet, Hand in Hand, wohin euch eure Reise auch führen mag. Ihr werdet gemeinsam leben, lernen und lieben. Zusammen für immer. Wollt ihr eure Ehe miteinander in diesem Sinne führen? Wollt ihr eins werden, doch zwei bleiben? Wollt ihr den anderen mit eurer Fröhlichkeit auch in 30 Jahren noch zum Lachen bringen, euch gegenseitig ergänzen, voranbringen und lieben? Wollt ihr euch ansehen und trotzdem in die gleiche Richtung blicken? Euch annehmen mit euren Träumen und Wünschen und euren positiven Seiten, aber auch mit euren Eigenheiten und Schwächen? Wollt ihr euch immer achten und schätzen, halten, umarmen und trösten? Offen und ehrlich miteinander umgehen und gut auf eure Liebe, auf euch und auf Hannah aufpassen, in guten wie in stürmischen Zeiten. Wollt ihr euch gemeinsam freuen, miteinander laut und leise lachen und euch einander immer anvertrauen und heute euren besten Freund heiraten? Christian, wenn du dies willst, so antworte bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Eva, wenn du dies willst, so antworte bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Und hiermit erkläre ich euch vor all euren Herzensmenschen zu Ehemann und Ehefrau.